Am Freitag, den 24. Juli, starten die Kapfenberger Fußballer in die neue Saison 2015-16 mit dem Auswärtsmatch gegen Wacker Innsbruck. Dann folgen die Heimspiele gegen Lustenau und Liefering. Wir haben die Falken beim Training einen Besuch abgestattet und haben festgestellt, die Stimmung nach dem ÖFB-Cup-Sieg gegen Allerheiligen, die ist super. Aber was dürfen wir von der neu formierten KSV-Mannschaft erwarten? Wie schaut die Zielsetzung für die neue Saison aus? Und nach dem Auswärtsspiel Innsbruck gibt es dann die zwei Heimspiele am 31. August 18.30 Uhr. Da spielen wir gegen Lustenau und dann vier Tage später am Dienstag gegen Liefering. Da müsste man natürlich voll punkten. Ja, auf jeden Fall, das war ganz wichtig. Deswegen war ein Punkt in Innsbruck ganz wichtig für uns und wir werden alles daran setzen. Und es fängt heute schon an, die Vorbereitung für Innsbruck, und ich hoffe, dass wir mit dem guten Gefühl, was wir die letzte Zeit immer gegen Innsbruck gehabt haben, wieder nach Hause fahren. Da haben wir nie Appetit verloren und ich hoffe, dass es weitergeht. Wie warst du mit der Vorbereitung zufrieden? Ja, wir haben sehr gute Resultate erzielt, muss man sagen. Wir haben gegen schwere Gegner gespielt und ja, es ist immer so, Vorbereitung, die zählt null. Es geht darum, die Pflichtspiele zu gewinnen, und das haben wir das erste Mal gewonnen im Cup. Das war wirklich super für uns und ja, so kann es weitergehen. Und ja, die Mannschaft ist in einem guten Zustand. Wir haben ein, zwei Probleme mit ein paar Spielern noch, mit einem Wendler, mit einem Elias, und ich hoffe, dass die bald wieder zustoßen zum Kader, und dann sind wir nicht schlecht aufgestellt. Einige Leute sind ja weg, einige gute Kicker wie ein Witteveen, der hat immerhin im Frühjahr 10 Tore geschossen, ein Krikic zum Beispiel, ein Harrer. Hat man das ausmerzen können? Ja, wir sind ein bisschen dünner geworden jetzt mit der Personaldecke, aber es ist trotzdem so, wenn alle gesund bleiben, dann habe ich, glaube ich, keine Probleme, oder wir haben keine Probleme, aber wenn natürlich was passiert mit gesperrten Spielern, mit verletzten Spielern, wenn es überhaupt wichtige Spieler betrifft, dann wird es schon eng, aber im Fußball ist es so, dafür haben die jungen Leute wieder die Chance, dass sie einstoßen, zum Kader näher dazukommen und da Spiele machen, und ja, wir können uns freuen auf die jungen Spieler, glaube ich. Jetzt haben wir einen Neuzugang, einen Mittelstürmer-Typen mit dem Arimani. Wie ist der? Ja, sehr stark, ich muss sagen, im Cup hat er super gespielt. Man muss jeden Ball halten können, was für uns ganz wichtig ist, weil wir sonst keinen Spieler gehabt haben, der was im Strafraum drinnen ist und der was ein bisschen mal umrühren kann. Körperlich ist er sehr robuster Spieler. Ja, man wird sehen, ob er das in der Meisterschaft auch so mitbringt. Ich hoffe es, er hat es angedeutet, und er wird für uns ein ganz wichtiger Spieler sein. Christoph, du freust dich schon auf die neue Meisterschaft? Ja, sicherlich, nach jeder Vorbereitung ist schön, wenn wir wieder in die Meisterschaft starten können. Ich hoffe, es geht heuer gut und dass wir vielleicht sogar am Full mitspielen können. Was glaubst du, wie hat sich die Mannschaft vom Kader her verändert? Es sind da ein paar gute Leute weg. Ja, das wird man erst sehen. Ich glaube, dass die Neuzugänge nicht so schlecht sind. Die haben sich gut integriert. Jetzt haben wir einen sehr schnellen Stürmer erwischt. Der hoffen wir, dass in der Box das alles gut macht und ein paar Tore schießt. Und ich hoffe, dass wir gut reinstarten, und dann wird das Radl schon laufen. Gut in Form ist schon der Andi Lasnik, und das knapp vor der Meisterschaft. Ja, ich glaube, die ganze Mannschaft ist, glaube ich, relativ gut in Form. Ich glaube, wir haben eine gute Vorbereitung absolviert. Auch das Cup-Weiterkommen gegen Allerheiligen, glaube ich, war sehr wichtig für die Moral und auch für den ganzen Verein. Ja, und jetzt freuen wir uns auf den Auftakt. Gegen Allerheiligen hast du ein tolles Freistoßtor geschossen, und weitere sollen folgen in der Meisterschaft. Ja, auf alle Fälle ist natürlich der Plan, dass wir über Standardspiele gewinnen. Dass es jetzt gleich im ersten Spiel geklappt hat, ist natürlich umso erfreulicher. Die Neuerwerbungen Maximilian Ritscher, Dominik Frieser, Manuel Haas und Sergi Arimani haben sich schon bestens in die KSV-Mannschaft eingelebt. In der Vorbereitung wurde gut und hart gearbeitet. Die Kaderdecke der Kapfenberger ist etwas dünner geworden. Man will den Fans trotzdem ehrlichen, attraktiven Fußball bieten. Ziel natürlich ein Mittelfeldplatz. Eine Bitte an die obersteirischen Fußballfans: Kommt ins Stadion, die KSV-Fußballer benötigen ihre Unterstützung. Wir wünschen den Kapfenberger Fußballern alles Gute für die neue Saison. Wir sehen uns.